Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 7 Days to Die Präpokalypse Edition. Wir gucken hier erstmal, ob hier irgendwo ein Dings steht, vielleicht. Nö. Ah. Aber bei den Nachbarn steht ein Dings. Geben Sie mir die Wrench. Sind jetzt natürlich in Situationen, wo wir das nicht mehr einfach so stehen lassen hier. Mit Forged Iron, Forged Steel und so drin sind ja Sachen, die wir immer mal brauchen. Und wir brauchen noch was zu essen. Zack. Reingegessen, das Ding. Toll. Können wir uns direkt auch noch einen Tee oben drauf trinken. So nämlich. So nämlich. Gut, gut, gut. Ich fürchte mich jetzt ein bisschen tatsächlich, weil wir eine befallenen Quest haben. Mal die letzte befallenen Quest. Die war entspannt. Aber das kann ja auch alles irgendwann aufhören. Haben wir zwischenzeitlich gelevelt. Das heißt, unsere Game Stage ist vorangeschritten. Und das heißt, wir sind durchaus in der Lage, in gefährliche Situationen zu geraten. So wie dieser Hase. Ach, scheiße. Sollen wir mal. Dann machen wir im Zweifel mit einem Block. Machen wir im Zweifel mit einem Block, wenn wir jetzt Ärger kriegen. Hey, dich hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, Junge. Schwing! Woher kommt denn diese Aggression gegen Werkzeugkästen, Mann? Warum ist denn da eigentlich ein Schlüsselbrett, wenn die offen ist? Und hier ist direkt der Infested, das Infested. Ah ja, sehr gut. Genau deswegen will ich Infested Quests machen. Wegen der geilen Muni. Wegen der geilen Muni. Ich mache hier einfach auf jetzt. So, ist jetzt offen. Nicht, dass vorher zu gewesen wäre, aber jetzt ist offen. Tach, Jungs. Ah, ihr süßen gibt's hier? So aus wie ein Rucksack. Ja, genau. Verrottene Sporttasche. Sehr gut. Mach jeden Teile. Freuen wir uns auch. Sind wir gut. Mach jeden Teile. Hey. Wer? Warum? Was soll das? Draußen nochmal so ein Mann angelockt. Hallo. Hallo, können Sie mich bitte in Ruhe hier questen? Okay. Muss ich kurz einmal checken. Die kam direkt posttraumatische Belastung raus, als ich den Mann gesehen habe. Da muss ich erst in seine Hand gucken, ob er auch wirklich keine Nägel dabei hat. Ist er noch, wie der uns gekillt hat? Wobei, als ich das im Video gesehen habe, habe ich gesehen, er hat mich gar nicht getootet, er hat mich gethreehittet. Also komplett entspannt. Völlig, völlig okay alles. Auch entspannt aus. Drei Leute noch? Auf? Nee, wahrscheinlich hier unten drin. Wo? Wo? Ach, draußen. Warte, Klippo, lass mich hier kurz looten. Hi. Hi. Na? Zeigt mir doch mal eure süßen kleinen Köpfchen. Hi. Ihr Süßen. Ihr Schnullebacken. Und das war's. Sehr gut. Also Stufe 2 infestet, das ist ja wirklich geil. Also komplett angenehm. Ist überhaupt nichts Gefährliches dran. Und dafür gibt es den geilen Infektionsbonus hier von der Kiste. Haben wir, glaube ich, schon, ne? Ja. Das können wir reparieren. Ich glaube, Stufe 4 haben wir auch schon selber. Zwei Bogenbücher. I like it. I like it. Haben wir ja gerade noch gecheckt, ob und wie und was. Klauen haben wir Stufe 6 schon. Okay. Nari-Pistole Stufe 1. Ja, guten Morgen.
Gut. Gut, 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 gut. Gut, super gut. Alles super gut. Das Kaninchen noch in der Nähe? Es ist noch da. Geht uns das überhaupt noch? Ich hatte noch am Hinterkopf, dass wir noch die Kaninchen- und Hühner-Quest fertig machen müssen. Chickens and Rabbits. Ein Huhn fehlt uns. Ein Hühnchen. Komm, put, 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 bock, 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 bock. Nein? Niemand? Schade. Da komme ich schon dran. Auch schade. Doppelschade. Double Shady. Haben das Slim Shady oder the Real Shadies? Oh, the Slim Shady. Not the Real Slim Shady. Please stand up. Okay. Das ging doch zügig. Also Stufe 2 befallen ist wirklich entspannt. Und dafür haben wir eine Menge Muni gekriegt. Und Zeug. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Mag ich. Mag ich gern. Ich habe die Klappen alle oben gelassen. Naja, gut. Ist vielleicht auch besser. Ja, ein bisschen. Hat mich jetzt letzte Nacht, als der Angriff kam, ein bisschen genervt. Machst die Klappe auf, guckst runter, willst du die schießen, gehen die zur Seite. Machst die nächste Klappe auf. Schon okay, wenn die Klappen alle direkt offen sind, oder? Now that you're Hallo, welcome here, Rekt! if you shut the fuck up and buy something. Das ist ja alles scheiße eigentlich, ne? Am Ende des Tages. Das ist ja wirklich kompletter Schmutz. Von vorne bis hinten. Da will ich ja gar nichts von haben. Ich schätze, gibt einen Gemüseeintopf. Stufe 2 abgeschlossen. Deine Mutti. Deine Mutti. Taschenmotorradpaket brauchen wir nicht. Ackerbaupaket finde ich auch immer nutzlos. 5000 Jetons sind eine Sache, aber Nahkampfmods sind. Ich glaube, gib mal Nahkampfmods. Aus dem einfachen Grunde. Aus dem einfachen Grunde, dass ich ja immer die ganzen Mod-Rezepte nicht lerne. Das heißt, wir müssen das alles finden. Und entsprechend. Entsprechend ist das nicht die schlechteste Gelegenheit hier, ne? Die schlechteste Gelegenheit. Guck mal, können wir nämlich direkt wieder verkaufen hier? Aber wir knüppeln gar nicht spielen. Wobei, vielleicht hätte ich doch. Aber die Stacheldrahtmotten nicht. Ich mag, wenn dann die Stacheln, um Rüstung zu. Rüstung zu durchdringen oder was die Alternative, die Kettenmod, um die Leute umzuwerfen. Die Blutung finde ich auf dem Knüppel nicht relevant. Da sind die anderen beiden. Ich meine, Blutung ist immer nice, aber die anderen beiden sind ja einfach nützliche Mods. Gerade die Kette mag ich gern. Wenn du mit der Kette, ich weiß gar nicht, ob die mit einem beschwerten Kopf zusammen funktioniert, die Kette, aber Kette, beschwerter Kopf, das Buch gelesen, bist ja nur die Leute am zu Boden werfen mit dem Knüppel. Das ist schon nice. Das ist schon nice. Gut. 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 Den lassen wir erstmal hier in den Eintopf. Gut. Ja, jetzt war ich enttäuscht von der Questbelohnung, aber an sich machen wir die befallenen Quests ja nicht für die Belohnung, nicht wahr? Das machen wir ja. Oh, obwohl es ist erst 8 Uhr. Wir könnten natürlich zu Jenny fahren. Und uns weiterschicken lassen, ne? Könnten natürlich zu Jenny fahren und uns weiterschicken lassen. Aber ich glaube, so wie sich das Verbrannte dargestellt hat, wird wahrscheinlich in der Wüste nicht besser, wa? Das heißt, wo ist der Vorteil, wenn wir uns weiterschicken lassen? Ist einfach nicht da. Einfach nicht existent, der Vorteil. Zumal wir auch nicht den Sprit haben.
um erst zu Jenny und dann in die Wüste zu fahren. Bist du unterwegs den ganzen Tag Autos wrenchen? Bin ich auch zu faul zu. Apropos Autos wrenchen. Ja, machen wir wenn dann auf dem Rückweg. Ich meine, mit 28% kommen wir hier in unserem Dörfchen ziemlich weit. Nur wenn wir Picture House, Disco Inferno. Kino oder was? Picture House Inferno, Stufe 4. Den kann ich gar nicht wrenchen, okay? Und zur Belohnung habe ich Leute im Picture House geweckt. Immer weg.de. Da verfahrt sich mal. So, was ist denn eigentlich mal mit unserem letzten Huhn jetzt? Wenn wir ehrlich sind. Warten wir da gespannt drauf schon. Eine kaputte Werkbank. Biscuits. Das wirkt ja alles ein bisschen gefährlicher an der Stelle, wa? The Bugs Den. Boah, was ist hier los? Junge. Störte Werkbank, Zementsäcke. Zerstörte Chemiestation, rostige Fässer. Das absolute phänomenale Paradies hier, The Bugs Den. Und von außen. So. Ah, warte. Die Holzstachelfallen geklaut. Jetzt haben wir die Stachelfallen geklaut. So. Ah, Junge. Oh, Junge! Möchte ich nicht, dass du mich von hinten nervst, wenn ich jetzt hier queste, verstehst du? Verstanden. Schmuggel durchs Fenster. Hep. Ey. Aha. One down, many more to go. Tag. Die dicke Mama. Komm mal raus. Was war das? Hatte geruckelte. Hatte geruckelte. So, einer nach dem anderen, bitte. Sehen Sie eine geordnete Linie. So. Okay, jetzt haben sich zwei reingedrängelt. Unterstütze ich nicht. Müsste auch, muss ich auch klar sein, aber. Oh. Oh, 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 das ist eine Feral-Mama. Ja, gut, aber Mamas sind sehr langsam, ne? Ist okay. Aber interessant. Aber interessant. Ich war bisher ja der Meinung, dass alle Ferals, die wir gesehen hatten, auch bewaffnet waren. Das bedeutet, es gibt tatsächlich auch noch normale Ferals, die unbewaffnet sind. Ist okay. Und Big Mama hält viel aus. Ich glaube, die schlägt auch ordentlich drauf. Aber die ist ja zum Glück sehr langsam. Auch für ein Feral. Guck mal. Das war doch ganz entspannt. Und da ist die Quest fertig. Voll geil. Also, Stufe 2 befallenen Quests sind ja wohl mal der absolute King. Und dafür kriegen wir jetzt wieder Trommelwirbel 118 9mm Muni und 87.762. Hallöchen, Popöchen. Da sind wir schon fast wieder auf Vorhorde Munitionsstände. Kommando-Outfit, natürliche Crit-Heilung, mittlere Rüstung. Haben wir jetzt an? 2 Gesundheitsbonus. Oh, was haben wir hier? Nevis Gain HDR. 130 Nahrung. Alter, so ein Fresspaket hier. So ein Militärding. Und trotzdem nur ein Modslot. Gut. Aber hier, 5% Infektion. Ziemlich nice. Ziemlich nice. Und seine Handtasche ins Wasser gelegt. Auch nicht so schlau. Hoffentlich schön 10 durchnässte Geldscheine. Toll. Primi. Supi Pupi. Gut. Safe. Warte. 14 Dietriche reicht locker. Ah, verkohltes Wildbret. Müssen wir auch nochmal kochen, fällt mir ein gerade. Ich glaube, wir haben nämlich noch genau in der... Ja, in fortgeschrittenes Überleben. Ach nee, wir müssen... Warte mal.
Sammle Rohstoffe von toten Tieren mit einem Knochenmesser. Das fehlt uns. Weil wir das noch nie mit dem Knochenmesser gemacht haben, sondern immer mit dem richtigen. LOL, danke Spiel. Toll. Na, supi pupi. Schön selber verarscht. Ui, 2 Gold, allerget. Na toll, weil wir es nicht mit dem Knochenmesser abgebaut haben. Also wirklich, 7 Days, du bist ein Teufelskerl. Wir könnten jetzt natürlich den Schummeltrick machen, nicht wahr? Ich glaube, die anderen Stufe 2 Quests finde ich jetzt nicht so attraktiv. Wir könnten schummeln, einmal das Spiel verlassen und wieder reingehen und dann müsste er aktualisiert haben auf Stufe 3. Geht das noch? Früher ging das immer. Dann können wir mit Stufe 3 Quests weitermachen. Ist das was, was wir wollen tendenziell? Das war geil. 139 Sprit. Ist das was, was wir wollen? Ich sehe nichts. Danke, Baum. Warte mal. Sag mal, Zement hier. Lassen wir doch nicht so liegen. Cool. Ich glaube, das ist tatsächlich was, was wir wollen. Ich bin jetzt nicht motiviert, die anderen Stufe 2 Quests noch zu machen. Die beiden wollte ich jetzt halt gemacht haben, weil befallen. Folgefrage ist, was ist die Alternative? Ja, wir müssen halt weiter Stein einschmelzen. Wir könnten Stahl ansetzen. Dafür könnten wir noch weiter in die Eisenmine gehen. Aber das müssen wir nicht vormittags machen, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, wir sind rein von Material und so sind wir ziemlich gut aufgestellt. Was jetzt wirklich relevant ist, ist Questen, um unsere Skills hochzupumpen. Bücher finden. Skills hochpumpen. Nee. Oh, das mag ich gern. Ja, lass uns das gleich mal machen, ehrlich gesagt. Lass uns das gleich mal machen. Wir verkaufen ihm mal den heißen Scheiß hier. Ja, aber auch direkt ein Level Up, ihm den heißen Scheiß zu verkaufen, kann man die auch verkaufen für 2 Mark. Dann verkochen wir sie lieber. Genau, Bücher können wir beim kaufen. Pass mal auf. Orchid Head. Bowhunter. Tools Digest. Hammer ab. So? So. Shit, man. I treat you that good and you don't even fucking tip me. I don't even fucking tip you. Das hast du richtig erkannt, du Arschloch. Boah, ich mag den nicht, ne? Ich wäre so gerne zu Jenny gezogen. Das verspreche ich euch. Die nächste Serie, die wir hier spielen. Achso, die nächste Serie, die wir angekündigt haben, die wir hier spielen wollen, ist eh ohne Händler. Aha. Aber wenn wir das nächste Mal mit Händler spielen, ziehen wir zu Jenny. Oder zu Bob. Oder zu Joel. Ist mir alles egal. Hauptsache nicht reckt. Ich bin's wirklich satt, mich beleidigen zu lassen den ganzen Tag. Das habe ich wirklich über. Ist auch nicht charmant. Ne? Kennt ihr so Leute, die denken, das ist lustig, wenn sie einfach immer zu allen gemein sind? Hört irgendwann auf, lustig zu sein. Tag 10 ist es schon lange nicht mehr lustig. Warum sind denn jetzt die Hühnchen und Bienen hier drin? Die gehören doch hier rein. Das ist ein crazy Ding, ey. Gut. Ach so. Oh, ich bin so doof. Na gut. So, die Bienen sammeln Nektar. Die Hühner wachsen. Sehr gut. Passt mal auf, dann machen wir das jetzt einmal kurz. Machen wir das einmal kurz? Ja. Die Tür von unserer Nase zu. Nee, ich meine resetten, dass der Mann uns neue Quests gibt. Und zwar genau jetzt. Hm? War was? Nichts passiert. Das sind nicht die Droiden, die ihr sucht. Ich fühle mich so langsam, Mann. Ach so, kann das sein? Wir hatten eine Weile, hatten wir die Schuhe, die Athletenschuhe an, ne? Die Lauftempo machen, die hätten nur ausgezogen. Tag. Ah, Stufe 3, wie nett. Guck mal, wo kommt das denn her? 125 Meter Bony Express. Well,
87 Meter, Schulstopp. Ah, Schulstopp war hier nebendran die Schule. Ja, lass machen. Lass machen, Schule klingt gut. Schule klingt J. Nehmen wir nicht mal unser Motorrad für, machen wir zu Fuß. Für die Umwelt. Nicht, dass das hier noch irgendwas bedeuten würde. Wir nehmen uns unsere Lebensgrundlage. Gehört das ja auch alles zum Schulstopp noch? Das gehört alles zum Schulstopp. Das erklärt natürlich einiges. Aber das ist sehr gut zu wissen. Weil, oh. Weil ich wollte gerne nicht hier in das Loch springen. Mach ich nicht. Ich wollte sehr gerne nicht in das Loch springen. Und da passt mir das sehr gut, da ich gesehen habe, dass nebendran was alles dazugehört. Können wir uns da reinprügeln, wenn wir hier frei gemacht haben. Machen Sie mal bitte frei. Tach. Tach. Ab mit den Köpfen, meine Lieben. Runter mit den Birnen. So nämlich. Toll. Toll. Ah, wobei ich mich jetzt erinnere, dass ich letztes Mal schon enttäuscht war über die Buchausbeute hier im Schulstopp. Aber immerhin 7 Mark. Und 3 Kleber. Okay. Und ja, genau eine Chance auf ein Buch. War kein Buch drin. Komm, wir sammeln noch mehr Kerzen. Richtiger Kerzen-Junkie. Das ist ja aber auch in der Westernstadt gibt es wesentlich mehr davon als im regulären Spiel, ne? Die Kerzen, die ich rief. So, und jetzt hätten wir hier unterirdisch hier rüber gekonnt. Aber machen wir nicht. Weil ich ein Rebell bin. Revolution stand auf unseren Fahnen. Revolution stand uns im Gesicht. Das gehört nicht mehr dazu, ne? Das ist schon Boney Express hier. So, wo kommen wir hier am elegantesten rein? Ist verschlossen. 1000. 5000. Machen wir das so. Sag mal hier. 1500. Ja, ich glaube, da habe ich das Richtige ausgewählt hier. Hallo. Haben wir ja so ein schönes Messerfenster. Können wir die Leute... Ne, da hat das Licht durchgeschienen. Ich dachte kurz, da hätte jemand geblitzelt. So Sachen habe ich jetzt immer Angst. Wo hängt ihr denn fest, Leute? Was passiert denn da? Ah ja, an dem Wagen haben die festgehangen. Tach. Nächster. Warum rennen die so? Ach, da standen Spikes. Den haben die Spikes erlegt, den Boy. Na gut. Lass es mal so machen. Lassen wir mal mit Hopsen machen. Dann müssen im Zweifel, wenn wir weggehen, müssen die Leute uns auch hinterher hopsen. Dann kriegen wir einen kostenlosen Schlag. Hallo? Geht's noch hoch? Okay. Kisten. Lecker. Hallo? Ich komme von nebenan aus der Schule. Die Lehrerin. Da bin ich überhaupt nicht in der Nähe. Was das soll, frage ich euch. Die Lehrerin hat gesagt, dass ich hier bei Ihnen Kreide bekomme. Haben Sie Kreide? Vielleicht? Oder meinetwegen auch ein Edding. Ich meine, kriegt man schlechter ab? Ja. Aber wäre doch lustig. Nur kein dunkelgrün Edding. Den habe ich überhaupt nicht gesehen hier.
So, Skinny Pete. One down, many more to go. Warum? Das Stahldraht hier. Hier bin ich also rausgekommen. Verstehe. Verstehe, verstehe, verstehe. Da müssen wir jetzt auch noch einmal rein und gucken. Aber wir müssen ja clearen. Nicht, dass da unten einer drin steht. Und dann müssen wir hinterher da wieder zurücklatschen. Was soll das denn? Steinschaufel, glaube ich, Spinne. Hier war doch gerade irgendein... Ah ja. Dachte gerade, wollte erstmal meinen Pfeil einsammeln und dann dachte ich, warte, hier war doch irgendwas gewesen, was ich haben wollte. Tischkreissäge. Ich nehme Tischkreissägen, baue sie ganz schnell ab. Ist aber eigentlich auch nicht mehr relevant, ne? Ich meine, es dauert jetzt hier ewig und 3 Tage. Da kam jetzt nicht mal Stahl raus aus der Tischkreissäge. Und wir können halt zu Hause einfach Stahl schmieden. So, warte mal, wir sind in einem Stufe 3 Gebäude. Da ist natürlich so langsam steigen die Chancen, dass hier auch Hunde lauern. Dass hier auch Hunde lauern. Tag. Na, siehst du? Gut, dass wir hier nochmal hin sind. Oh, das fand ich jetzt verdächtig, wie du kriegst, Junge. Haben wir. Nächste. Oh, das erinnert mich an die Asia-Mod. Da waren wir in so einem Gebäude. Gerade habe ich noch über Leute wie dich gesprochen, kleiner Mann. In so einem Gebäude und das hatte auch so unterirdische Tunnels. Und das war schon, wir waren schon ziemlich weit im Spiel. Da waren eine Menge Ferals. Und mit den Ferals konnte man ganz gut eigentlich rückwärts tanzen. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und jetzt war das aber auch so ein Tunnel wie hier und genau wie der Bo eben. Sind die denn so gekrochen und dann konnte man gar nicht mehr gut mit denen tanzen. Das war sehr unangenehm. Da haben die mich gekillt, nämlich. Das war sehr unangenehm. Also, die Asia-Mod könnte nochmal zum Verständnis und zum Gesamteindruck. Die haben halt nicht die ganzen normalen, modernen Zombies hier. Die haben halt ihre eigenen Zombies, ne? Soll ja auch alles ein bisschen stimmig sein. Und auch die Feral-Zombies kann man wirklich gut austanzen, wenn man keinen Ping hat. Weil die halt, wenn die dich hauen wollen, bleiben die halt stehen. Die kommen auf dich zu, stellen sich dann dahin und hauen nach dir. Und in dem Moment, wo die stehen bleiben und nach dir hauen, machst du einen Schritt zurück. Und alles ist Bluna. Alles ist Wölkchen. Und wenn die aber so kriechen, machen die das nicht. Dann hauen die beim Kriechen einfach. Und deswegen haben die mich dann erwischt. Weil die einfach nicht stehen bleiben mussten, um mich zu hauen, sondern mich im Kriechen einfach gehauen haben. Bis ich nicht mehr konnte. War unangenehm gewesen. Traumatisches Erlebnis. Gut, ich glaube, dann haben wir hier unten jetzt alles, ne? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aua, sehr gut, sehr gut. Ah, ist noch nicht mehr viel übrig. Okay. Okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir nehmen sie trotzdem mit. Meine Güte, sind ja trotzdem gute Sachen drin. Sind ja trotzdem gute Sachen drin. Guck mal, mechanische Teile braucht man auch immer. Sprungfedern braucht man immer. Ja. Oh ja. Ja, ich bin Schnappi. Das kleine Schnappodil. Der Text war falsch. Ist nicht, dass ihr jetzt denkt, was? Wirklich. Erstmal wieder Schnappi hören. Habe ich auch lange nicht gemacht, Schnappi hören. War ein Lied, was ich sehr mochte. Ich mochte Schnappi-Sänger. Schnie, Schna, Schnappi, 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 Schnapp. Ist aber mein Tornister. Komm, ich kann nicht ran.
Okay, dann. Huch. Dann müssen wir das richtig machen. So. Zack. Nahrungsstapel in die Tasche rein. Benutzen. Katzenfutter kommt in den Preppertopf. Heben wir auf. Es gibt gar keine Konserven mehr in der Präpokalypse, die man einfach so essen kann, wenn man sie für nichts braucht. Man braucht da jetzt alles für irgendwas. Handgun-Magazin. Wir nähern uns an. Jeden Moment kann es soweit sein. 3 Bücher noch bis zum Magnum. 3 Pistolenbücher bis zum Magnum. Das wird geil. Oh. Warum? Ach doch so, Junge. Oh. Munistapel. Bücherstapel. Bögen, sehr gut. Holzbogen freigeschaltet. Sehr, sehr gut. Noch ein Magnum Enforcer Buch. Sehr, sehr gut. Das müssten wir auch bald durch sein mit Magnum Enforcer. Kann das sein? Oh, Holztruhe. Toll. Oh, tatsächlich toll. Mit Säure. Sehr gut. Ja, meine Güte. Jetzt nehmen wir es auch alle mit, oder? Also jetzt lassen wir uns nicht lumpen. Lasst euch nicht lumpen. Raus mit die Holzkreissägen. In die Tasche rein mit dem Holzkreissäge. Tischkreissäge, meine ich. Holzkreissäge, was für ein Waffenhäfchen. Was für ein merkwürdiger Typ. Medical Journal. So, ganz schön voll bepackt. Wenn jetzt hier nochmal Action losgeht, könnte das gefährlich werden. Wollen wir? Ja, lass mal die Nägel scrappen. Ja, lass die Nägel zerscrappen. Muss reichen an der Stelle. 14 Überladung ist ja nichts. Tach. Der hat sich eingemischt. Ah ne, ich hab ihn trotzdem erwischt, den anderen. Okay. Bisschen verdächtig hier oben. Verdächtig ruhig. Das müssen wir dann wirklich nicht mit uns rumtragen. Oh. Da sind ja noch mal ein paar. Ciao. Oh, Bella, ciao, Bella, ciao, Bella, ciao, ciao, ciao. Er hat besser gemacht. Aua. Wesentlich besser gemacht. Irgendwie nochmal ein Zwischenstockwerk? Oder müssen wir noch aufs Dach? Was ist hier los? Warum ist hier nicht fertig? Und warum ist der Safe offen? Traurige Geschichte. Und warum finde ich jetzt hier 1000 Sachen, die nicht stacken, die ich verkaufen muss? Und warum liegen... Achso, habe ich da hingeworfen. Vergiss es. Ah ja, sehr gut. Oh, sehr, sehr gut. 2 noch. 2 noch. 1 noch. Guck mal, da sind noch 2 Kriecher. Die überhaupt nicht auf dem Schirm. Haben wir. Kommen die hier hoch? Ne, das ist immer so ein Problem mit so Kriechern, ne? Dass die nicht hochkommen. Ja, toll. Mein Pfeil wieder her. Danke.
Ich sehe nichts. Aha. Die Karawane zieht weiter, der Sultan hält durch. Oder hat Durst? Ich weiß es immer nicht. Ich weiß es immer nie. Hält er durch oder hat er Durst, der Sultan? Schreibt es in die Kommentare. Träumchen wie ein Träumchen. Ich habe keine Ahnung, was der Sultan so macht. Tach! Anjong! Ich komme hier nicht raus, so, weil ich zu gut springe. Ich bin sehr langsam, fällt mir gerade auf. Warten Sie, Klippo. Ich würde gerne mit euch kämpfen, aber nicht in meiner Langsamität. Nicht in meiner Langsamheit. Klippo? Das ist mir zu langsam. Für einen groß angelegten Kampf. Wir müllen mal eben ein Motorrad rein hier. Zack, zack, zack. Zack, zack. Bevorzugt die Sachen, die wir nicht verkaufen wollen. Ja, nicht hauen jetzt. Ich hab's gleich. So. So. Daneben. Ja, aber auch. One down. Many more to go. Tach. Das ist natürlich kostenlose Erfahrung, die wir uns nicht entgehen lassen an der Stelle. Stich. 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 Noch eine Schlange, okay. Die Schlangen würde ich gerne aufheben. Weil da will ich dann ja gucken, dass die... Dass wir die mit dem Knochenmesser wegmachen. Dass wir die mit dem Knochenmesser wegmachen. Habe ich Knochen? Habe ich. Dauert mir jetzt zu lange, warte. Müssen jetzt mal die Leute bumsen. So, die Schlangen schlängeln sich so durch. Warum rennst du so? Frech. Wird schon wieder viel zu lang, die Folge. Ich wollte eigentlich noch kurz abgeben gehen und dann beenden. Und jetzt müssen wir hier kämpfen, 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 kämpfen. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Fight! Good fight, good night. Stundenlang die Schlangen rumgetanzt hier. Auf zum Tänzchen, altes Schlängchen. So, dicke Frau, jetzt ist mal gut so langsam. Sag mal. Wie oft muss ich denn auf sie einstechen, bitte? So. Au, frech. Na toll. Die eine Schlange hatte ich eben schon erwischt. Ey, machen wir nicht. So, Stufe 5 Knochenmesser. Zack, hart direkt gegildet. Sehr gut. So, und jetzt können wir das nämlich alles einlösen. Oh, Schlafsack, warte. Machen wir auch direkt. Jetzt machen wir die große Quest-Tour hier. Schlafsack. Fertige. Hm? Achso, platziere. Nein, platzieren. So, gib wieder mit. So, jetzt haben wir nämlich direkt zwei Dinger komplett fertig. Da sollten wir vom Mann auch Belohnung für kriegen. Denke ich. Na gut, dann machen wir XXL-Doppelfolge hier. Man gönnt sich ja sonst nichts. Direkt. Messbecher. Haben wir aber schon. Haben wir aber schon. Sonst wäre das ziemlich geil gewesen. Automatische Waffenband 4, automatische Trommelmagazin-Mod. Eigentlich auch nice, aber ich bin jetzt geil auf die Pistole, ne? Ah. Na gut. Haben wir unsere Pistole. Tools. Tools haben wir jetzt eigentlich nicht mehr so... Obwohl...
Wir haben den Schmelztiegel. Wir könnten direkt auf Stahl. Ah, wir haben keine Stahlwerkzeugteile. Vergiss es. Dann mach mal Rifle World. Ja. So. Was hast du hier? Duke Patrol. Nobody. Listen up, Jackass. School Stop waren wir gerade. Oh, look who's Bony Express. If you want a job from me, Bubble Trouble klingt doch gut. Bubble Trouble klingt doch gut. Chop, dumb fuck. Chop, chop. Verkaufen. Verkauft er nicht. Verkaufen, verkaufen. Haben wir eigentlich schon eine, ne? Ja, aber vorsichtshalber. Gut. Bücher haben wir schon die gekauft, die wir von ihm haben wollten. Stufe 3 Holzbogen. Mit 2100, wisst ihr was, kaufen wir einfach. Da kenne ich ja überhaupt nichts an der Stelle. Magnum Reload Mod. Wobei, da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Da müssen wir nochmal drüber nachdenken, meine Lieben. Weil, passt mal auf, nämlich Magnum-Vollstrecker. Der letzte Schuss verursacht doppelten Schaden. Das nerven wir natürlich, wenn wir nur halb so oft nachladen müssen. Ja. Aber andererseits, ehrlich gesagt, lieber mehr schießen ohne nachladen als einen Schuss mit doppelten. Ja. Fucker. Gaylord Fokker. So. Zack, zack. Sind wir jetzt auch schon? Fragezeichen. Ammo. Da, Munitionspresse. Können wir schon. Da habe ich nämlich auch Lust drauf. Wenn wir jetzt nämlich eine Magnum uns bauen, müssen wir natürlich auch Magnum Muni bauen, weil ich glaube, da haben wir noch gar keine von. Wenn ich mich nicht recht irre. Lasst uns mal eine Guckung machen. Ich meine, Schießpulver selber machen, sind wir auch noch ein Stück von weit weg. Müssen wir ehrlich miteinander sein. Wobei, so weit gar nicht. So weit sind wir da gar nicht weg. Arbeitsstation 40. 10 Bücher, das ist nicht viel. Das ist nicht viel. So, lass uns mal schauen. Ja, genau, wir haben 0,44er Muni. Also 0. Also gar keine. So. Aber wenn wir mit der Munitionspresse, Hülsen und Geschossspitzen. Ach, Schwarzpulver wird das Problem, ne? Aber ein bisschen was haben wir ja. Aber ich glaube, warte mal. 44. Ne, nicht E. 4. 44er Magnum Munition. Kostet nur 2. Okay, ich dachte, kostet mehr. Die Panzerbrechende kostet 3. Aber brauchen wir erstmal nicht, oder? Guck mal, AG Vetterli-Gewehr. 44er Magnum. Oh, okay. So, 44er Magnum. 47, 7, 13. Ich bitte euch. Stahl fehlt ein bisschen. Kommt es hier überhaupt rein? Kommt da gar nicht rein. Samen kommen hier rein. So. Stahl fehlt ein bisschen, aber das ist ja noch überhaupt gar kein Problem für uns. Ja, mach mal 60, oder? Mal erstmal ein bisschen. So. Tatsächlich wird Lehm ein Thema, glaube ich, in der Schmiede so langsam. Werfen Sie wieder ein bisschen Lehm hier hinein. Guck mal, Pilze sind auch wieder fertig gewachsen. Voll geil. Ja, je. Können wir denn jetzt schon Steak mit Kartoffeln? Können eine Menge Sachen. Da, Steak mit Kartoffeln. Da nämlich brauchen wir die Pilze für. Wildbret, Pilze, Kartoffeln. Und Fett. Wo Pilze? Da Pilze. Wir haben gar keinen Beaker. Ich habe wieder Sachen verwechselt.
Ich dachte, ich hätte einen Beaker. Scheiße, wir hätten den Beaker nehmen müssen. Oh no. Ich dachte, wir hätten einen. Das kommt davon. Wir hätten den Beaker nehmen müssen als Questbelohnung. Shit. Oh, da habe ich mir jetzt selber ins Knie gebumst, Leute. Aber mit Anlauf. Volle Wucht. Scheiße. Scheiße mit Reis. Scheiße. Eisen, mechanische Teile, Kunststoff, Kleber, Holz. Eisen, mechanische Teile, Kleber, Kunststoff. 2 Minuten 30. So, meine Lieben, dreiviertel Stunde schon. Ihr spinnt doch wohl. Aber sonst geht's euch noch gut. Was hier los ist. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zugesehen haben. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht auch. Und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. In der Präpokalypse, wenn wir unsere Munitionspresse auspacken und unsere 44er Magnum bauen und 44er Muni dazu. Das wird prima, sage ich euch. Also ich hoffe es. Ja. Ja! Die Katze ist auch der Meinung, dass lang genug gegangen ist. Und ich sage Tschüssli Müsli!